Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, aber eigentlich ist es ja ein Vlog, denn Bubsi hat gesagt, sie hat was gesehen, am Wochenende in Coburg ist ein Street-Food-Festival, so ähnlich, da ist ein Food-Truck unterwegs, da wollte sie vielleicht mal hinfahren, das Muttertier abholen, Jonas mitnehmen, das ist der Jonas, das ist die Sandra, das ist Bubsi, das ist das Muttertier und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug mal zu diesem Street-Food-Zeug, denn da soll es Krokodil-Burger geben, da soll es nicht Straußenburger geben, aber wie heißt das andere Ding? Känguru, genau, Känguru-Burger geben. Kostet halt Eintritt, kostet lange Fahrt hin. Ich habe absolut keinen Hunger. Wir gucken aber mal, ob wir irgendwas finden, was man da essen kann, testen kann und vor allem, was es da alles gibt. So, habt ihr Bock? Ja. Dir ist doch eh alles egal. Hauptsache, du siehst einen Jonas. Alles Gute. Ja, der sieht sehr glücklich aus auf jeden Fall. So, wir stehen jetzt hier rum und wissen nicht mal wohin, aber hier steht St. Augustin und guckt euch mal dieses Gebäude an, ja. Da geht's die Treppe hoch und dann bis hoch in den Himmel. Was? Gut, wir müssen da hoch, perfekt. Kannst du mal das Kind zurückbringen? Bis dann. So, nach fünfmal im Kreislauf haben wir jetzt was gefunden, was vielleicht richtig sein könnte. Wir sind nämlich jetzt hier runtergekommen, aber hier ist überall Mauerwerk. Das heißt, wir kommen nicht weiter, aber das scheint der Schlossplatz zu sein mit dem Food Festival oder den Food Trucks. Guckt euch mal das schöne Bild an hier, die Gebäude, alles. So, das ist auch Musik. Da gibt es jetzt also diverse. Was? Strauß-Krokodil-Burger. Ich kann nichts lesen. Hannibal. Bei der Lagoon ja. Beef. Ne, Wagyu Beef heißt das nicht. Ich sehe hier nur Corn Dog an dem Stand. Aber bevor wir hier oben stehen und runterschauen, springen wir jetzt hier runter und treffen uns unten nochmal. So, stellt euch einfach vor, es ist das Go-Fest. Und das ist der Eingang. Pupsi hat nochmal aufgeklärt, es ist ein Food Truck Festival und kein Street Food Festival. Hier haben wir zum Beispiel ein Burgerito Auto. Und weil vorne ja auf ist, möchte ich mal kurz hinten zeigen, wie toll das aussieht von der Seite, wenn ihr so ein Auto durch die Straßen fahren seht. Burgerito, Burger und Burrito. Born in Brooklyn, New York. Burger und Burrito. So, wir können mal kurz die Karte zeigen hier. Beef, Tex-Mex, Chicken, Fajita. Il Vegano, Extras, Classic Nachos, Loaded Nachos, Nacho Boxen gibt es auch. Pupsi hat sich jetzt direkt hier ein Burgerito geholt, aber nicht für 9,50, sondern als Taster-Version. Zeige ich euch gleich noch. Cheeserito gibt es natürlich auch. Vecherito gibt es. Da kannst du auch vor allem Jalapenos drauf machen. Hat sie bestimmt nicht. Hier im Fenster steht nämlich die Taster-Portion. Ein halber Burgerito Standard. Für 5 Euro. Ich nehme noch nichts. Ich will mir erst alles angucken und dann entscheiden, was man nimmt. So, das ist Pupsis Burgerito. Halt der halbe. Der normale wäre also doppelt so lang. Das ist trotzdem schon eine fette Portion, die in die Hand geht. Das müssen wir auch noch filmen. Das sieht auch gut aus. Und hier steht noch ein Hannes. Ne? Grüße an Hannes, wenn du das siehst. Ich muss dich immer überall mit einbringen. Den nächsten Wagen muss ich auch wieder von hinten filmen, weil vorne ist ja auf. Hinten sieht man besser, einfach übersichtlich hier. Joe's Philly Cheesesteaks. Irgendwo sagt mir das was, habe ich noch nie probiert. Philly Cheesesteaks sind ja, glaube ich, total berühmt überall in, was, in Philly, Philadelphia, mit Käse, Steaks und irgendwie Fleisch. Gucken wir uns vorne mal an, wie es aussieht. So, hier habt ihr sogar den Vorteil, ihr habt alles schon mal in der Auslage, damit ihr genau seht, wie das aussieht, was es gibt, wie groß das ist. Es gibt sogar Hot Dogs hier, aber ich möchte euch erstmal hier die Steaks zeigen. Hier ist das Philly Chicken. Hier habt ihr einen Pulled Beef Bacon Barbecue. Wir haben Philly Cheesesteak normal. Da sind halt jetzt Wespen drauf. Denkt euch die einfach weg. Die gibt es da nicht dazu. Die müsst ihr die extra bezahlen. Dann haben wir Hot Dogs. Classic Dog, Mexican Dog, Western Dog, Philly Dog. Mich wird ja wahrscheinlich Mexican erstmal am meisten ansprechen. Wegen den großen, dicken, fetten Jalapeno-Scheiben drauf. Und verschiedene Pommes-Varianten. Beef Pommes, Chicken Pommes. Chili Cheese Pommes, sieht auch richtig fett aus. Normale Cheese Pommes und Bacon Cheese Pommes. So, nächster Wagen, zeigen wir euch wieder kurz von hinten. Puffertjes Mini Pancakes, schwarz mit Pinger Schrift. Das Original aus Holland. Puffertjes Mini Pancakes, kennt das jemand? Sind so kleine, ja,
Pancakes. Pupsi isst gerade schon was. Sie hat gesagt, sie wird sich vielleicht sowas zum Nachtisch dann holen, aber vielleicht auch Eis. Sonst gibt es auch wieder Taster-Portionen. Ich zeige euch jetzt aber mal kurz das normale Angebot. So, ich zeige euch mal ganz kurz das Schild, dass ihr einen Überblick habt, wie das ungefähr dann vielleicht aussieht. Ist halt alles süß. Ihr wisst, ich bin eher so der herzhafte Typ, deswegen wäre das jetzt gar nicht mein Stand. Eher was für Pupsi, die muss aber erstmal überlegen, was es nachher gibt. Vielleicht irgendwo ein Eis, vielleicht ein Pancake. Gibt es auf jeden Fall auch verschiedene. 10 Mini-Pancakes mit Butter, Puderzucker, gibt aber auch Strawberry Cheese, Cookie and Cream, Rainbow Candy, Tropical Dream, Banana Split. Obwohl, da werde ich auch weich. Apple Pie, Double Chocolate, Peanut Butter and Jam und White Chip, Macadami, Nut. Falls noch was geholt wird hier, schneiden wir es natürlich rein. So, der nächste Wagen hinter mir ist hinten leider nur schwarz, deswegen zeigen wir den direkt von vorne. Und zwar steht hier ganz nett Corn Dog einfach dran. Sieht aus wie eine Leuchtreklame, aber es leuchtet nicht. Es ist ohne Strom, es wirkt aber, als würde es leuchten. American Style Corn Dog, aber auch Korean Style, also Korean. Das ist ja immer mit Englisch, ne? Dann kannst du hier verschiedene Corn Dogs hier raussuchen, hast verschiedene Soßen dazu, die du draufpacken kannst. Ich hoffe, ihr wisst, was Corn Dogs sind. An so einem Stiel dann so eine Wurst mit so Cornflakes, Panade drumherum, so ähnlich. Ihr habt verschiedene Toppings, die ihr auswählen könnt. Ramen, Nachos, Pango Paniermehl, Flakes. Und du kannst sogar statt Chicken Würstchen, also Geflügelwürstchen, kannst du auch einen mit Käse gefüllt nehmen. Im Netto damals gab es so Corny Dogs, gefroren, die man sich machen konnte im Backofen. Die fand ich auch immer übelst genial. Kleine Wiener Würstchen, Stückchen mit so einer Cornflakes Panade drumherum. Die im Backofen machen, da war auch ein Tütchen Soße dabei, das Snacken für zwischendurch war mega genial. Nach dem Wiener Würstchen kommen wir zum nächsten süßen Stand, hier haben wir Black Monkey Ice Cream. Muss ich irgendwie an Hannes denken, immer wenn ich irgendwas sehe, was schwarz ist. Guckt ihr das mal an, der schwarze Affe mit dem Cabby, Black Monkey Ice Cream. Kann man sich hier zurecht machen lassen, sogar die Waffeln haben verschiedene Farben. Ihr habt normal, ihr habt eine rote, ihr habt auch eine schwarze. Dann viele verschiedene Toppings, was da alles drauf geknallt wird. Hier so, sieht aus wie Fruit Loops. Popcorn gibt es auch und hier diesen Puffreis, Puffmais, Puffreis irgendwas. Ist wieder leider für mich nix. Bin ja nicht der süße Typ. Müssen wir schauen, ob Pupsi danach vielleicht sich mal so ein Eis gönnen möchte. Wenn, dann schneiden wir es mit rein. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Burgern und nach dem größten Burger auf dem ganzen Fest. So, hier hinter mir scheint es jetzt Burger zu geben. Da ist auf jeden Fall so ein genialer Schulbus. An dem Schulbus, pass auf, ist sogar ein Hot Wheels Aufkleber. Das finde ich ja richtig genial. Da ist der Bus interessanter als die Burger gerade. Wagyu Beef, Bison, Strauß, Crocodile. Ich glaube, für das sind wir hergekommen. Das wollten wir uns am meisten angucken. Welche Burger es direkt gibt, steht aber nochmal an der Seite. So, dieser Stand nennt sich Hannibal, internationale Burger. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Hier gibt es einen Full Blood Burger mit Wagyu Beef für 12,50 €. Ihr habt einen Wild Bison Burger für 14,50 € mit Bison Fleisch. Hier habt ihr den Early Bird Burger mit Straußenfleisch, 12,50 € und ein Crocodile Burger, 16,50 €. Krokodil. Das wäre jetzt was, was mich am meisten interessieren würde bisher. Es ist der teuerste Burger hier. Es ist Krokodil, ist bestimmt was ganz Besonderes. Den würde ich mir vielleicht dann holen. Aber erstmal schauen wir, ob wir noch einen Känguru finden. So, nächsten Wagen gefunden. Sind ja alles Wegen hier. Zumindest laut dem Titel des Festes. Hier sieht es aus wie rein Fries überall. Hier steht auf jeden Fall Jack's Trucks. Hier oben steht Heavy Duty Lumberjack Canadian Street Food. Da möchten wir euch auch an dem Schild hier drüben mal zeigen, was da abgebildet ist. Lumberjack Canadian Street Food. Holy Pork Fries. Fritten mit frisch gezupften Schweinefetzen, bunten Kraut an Barbecue Dip. Sieht das gut aus oder nicht? Schreibt es mal rein. Bilder sind auf jeden Fall sehr ansprechend auf den ersten Blick. Canadian Poutine, Italian Job Fries, Mushroom Rock Fries. Knoblauchfritten, Sweet Potato Fries, Steakhouse Fritten und Mexican Fries. Italian Job finde ich irgendwie interessant. Da gab es ja mal einen Film, der genauso hieß. Ist bestimmt daran angelegen. Aber wir müssen erstmal weiterziehen, weil erst muss alles angeguckt werden, dann entschieden, wo was gegessen wird. So, eigentlich habe ich gesagt, falls ich irgendwo einen Getränkestand sehe, werde ich erstmal ganz fix ein Bier trinken. Also nur eins. Muss ja wieder heimkommen irgendwie. Jetzt ist hier ein Getränkestand hinter mir.
Da steht diese heftige Havanna Club Flasche davor. Das Problem ist, da gibt es nur Cocktails. Kein Bier für mich. Aber Pupsi holt sich gerade irgendwie einen Cocktail. Ich kann ja mal kurz über die Cocktailkarte filmen. So. Wenn ich ein Bier sehe, werde ich es mir auf jeden Fall kaufen, damit ich erstmal ein bisschen runterkomme. Ja, ich habe nämlich Durst. So, so sieht das aus, wenn man sich einen Cocktail hier geholt hat. Probiert mal kurz. Und wie hat's geschmeckt? Schreibt's mal in die Kommentare. Warte mal kurz. Ist ja mit Vanille. Sahne, Karamell, Maracuja, Erdbeer. Sahne, Karamell, Maracuja, Erdbeer. Ist auf jeden Fall sehr cremig, sehr fruchtig, kühl, erfrischend, finde ich gut. Diesen leckeren, fruchtigen Cocktail gibt es übrigens hier bei, wie heißt es? Sky Cocktail Catering. Sky, hier seht ihr nochmal das Logo davon, Cocktail and More. So, und was ich gut finde, hier steht extra auf der anderen Karte noch KO Drinks. Für 8,50 Euro hier gibt es Zombie und Long Island Iced Tea. Sky Strong wäre ja interessant, weil der hier der Namensgeber ist. Aber ich muss ja noch fahren, ne? Sonst hätte ich mir wahrscheinlich aber trotzdem einen Zombie geholt. Früher aus der Disco-Zeit immer Zombie genommen, dann irgendwo in einem, keine Ahnung, Café abends immer Zombie genommen. Wenn ihr Zombie kennt, schreibt es mir in die Kommentare. So, die Mama hat sich jetzt auch einen Cocktail geholt, und zwar diesen Blackberry Mule mit einer Physalis obendrauf. Kennt ihr Physalis? Da will ich auch mal kurz nippen. Deutlich süßer, aber mega präsent. Bisschen sauer auch gleichzeitig, süß-sauer in einem, trotzdem erfrischend. Deins ist natürlich total cremig, hier ist es richtig. Ja, aber jetzt meinst du mit Sahne. Da müsst ihr mal probieren, finde ich auch gut. Schockt erstmal, aber eigentlich trotzdem angenehm. Und wisst ihr was, die zwei Cocktails beim Probieren haben mich so überzeugt. Ich habe mir jetzt auch einfach einen geholt, alkoholfrei, damit wir den Weg noch nach Hause finden. Das ist der Little Prinz. Erstmal probieren und dann sagen, was drin ist. Schön cremig auf jeden Fall. Eine Ananasscheibe dran. Ich zeige euch mal die Zutaten. Das ist der Little Prinz mit Kokos, Mandel, Maracuja, Sahne. Ich bin absoluter Kokos-Fan und auch der finde ich sehr erfrischend, sehr lecker. Nicht zu übertrieben. Richtig genial. Könnt auch mal probieren. Vor allem auch interessant anzusehen. Hier, der ist leer. Da sind lauter kleine Eisbröckelchen drin an der Seite hochgefilmt. Mega kühl noch. Und hier habt ihr einfach große, in dem Sahnigen sind so große Brocken drin an Eis. Also selbst das Eis ist unterschiedlich. Twitter-Werbung. So, hinter mir ist jetzt ein Stand, da kann man Insekten probieren. Die werde ich jetzt nicht probieren, denn ich habe ja schon beim Streetfood-Festival damals in Erfurt Insekten mit Bob probiert. Wenn ich das finde, schneide ich da mal kurz eine Szene rein. Aber Bob gönnt sich jetzt erstmal eine Portion Mehlwürmer. Mit Knoblauch-Dip. Da bleibt genügend noch übrig, auch für Nino. Ja, dann nehmen wir noch eine kleine Portion. Schatz, du nimmst Dr. Bob's Insekten. Und dann habe ich ja irgendwo mit dem Hannes mal diese Snack-Insekts Insekten getestet, diese gefriergetrockneten. Waren ja auch vier verschiedene Sorten. Kann ich auch mal eine Szene reinschneiden? Wollen wir es machen wie Ozzy Osbourne, den Kopf abbeißen? Man nimmt die einfach ganz rein, gell? Boah, bitte. Ein ganzer Lümmel. Das gibt mir ins Holzige. Ansonsten kann ich trotzdem zeigen kurz, was es da gibt. Ihr habt da erstmal das Schild Insekten, ne? Und hier an der Wand steht Insects Germany Eat Different. Dschungelmix, Mehlwürmer, Buffalo-Würmer, Heuschrecken, verschiedene Dips und Kräuter. Bei uns damals gab es auch so Chili-Dip oder süß-sauren Dip dazu. Aber ist überall anders. Aber das ist nichts Neues für mich, deswegen werde ich das jetzt nicht testen. Habt ihr schon mal so Insekten getestet? Buffalo-Würmer oder irgendwas? Heuschrecken? Dann schreibt es mal in die Kommentare. So, nächstes Auto. American Crispy Corn. Was das ist? Weiß ich nicht. Sieht man vielleicht hier. Hier gibt es auch Taster-Portionen. Zwei Käsesticks für 5 Euro. Schaut euch das an.
Ihr habt da lauter so kleine Spieße drin, in so einem Pub mit verschiedenen Soßen, verschiedenes Fleisch. Oder kriegt das halt auch in so einer Waffel. Das ist, sieht aus natürlich wie was Süßes, ist aber was Herzhaftes, aber in einer Waffel mit verschiedenen Soßen. Hier gibt es zum Beispiel Crispy mit Sweet Chili Sauce. Alle Crispy Cons sind mit Potato Wedges, sind also Kartoffelspalten in einem Waffelhörnchen mit Sweet Chili Sauce oder Mayonnaise, Ketchup oder Sweet Chili und Barbecue Sauce oder Sriracha Mayo Soße. Das ist genial. Dann habt ihr hier noch Lammrolle, 2 Stück, Crispy Chicken Finger, 4 Stück, Crispy Käsesticks, 4 Stück oder Crispy Chicken Spieße, 3 Stück. Das ist eigentlich eher was für zwischendurch, was Kleineres. Aber die Musik macht einen so verrückt, da muss ich erstmal weiter. Komm mal vom American Crispy Con zum King India Express. Statt rot ist hier alles lila. Hier gibt es alle Gerichte mild, aber wir würden sie natürlich mega scharf nehmen. Alles ohne scharf. Was haben wir denn? Butter Chicken, da würde sich die Bianca freuen. Butter Chicken, Hühnerfiletstückchen mit Gewürzen, deiner cremigen Tomatensoße mit Basmati-Reis. Es gibt Chicken Curry, es gibt Kati-Rollen für 12 Euro, Mango-Lassi, Samosa-gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln, Chicken Masala und hier nochmal Chana Masala, Kichererbsen-Curry. Also wer auf Indisch steht, würde hier zugreifen. Das sind auch viele tolle Sachen dabei. Bei unserem Inder in der Stadt habe ich auch schon ähnliche Dinge gelesen, die hier dran stehen, die ich aber noch nie probiert habe. Hier ist ein Bild auch noch dazu. Sieht auf jeden Fall gut aus. Scharf sowieso immer gut. Also das wäre eher was, anstatt hier Eis und so Zeug. So, hinter mir habt ihr einen Stand mit Schnaps. Kein Honig, sondern Schnaps. Steht auch extra nochmal da. €26,90 hier probieren plus Ausgießer 2 Euro. Kannst da oben den Deckel abschrauben, kannst halt so einen anderen Deckel drauf und eine Öffnung ist, dass du es ausgießen kannst. Kannst dir also so ein Glas und Donnel mitnehmen, kannst mit so einer Vorrichtung und kannst da immer kleine Shots abfüllen. Schnaps, weiß ich nicht, nichts für mich, ich gehe weiter. So, als nächstes haben wir hier The Dukes Rap Store. Das klingt wie was aus dem Hip-Hop-Bereich. Hier gibt es aber Raps, thedukes.net. Dann laufen wir mal ganz kurz hier rüber zur Karte. Jeder Rap 8 Euro, auf jeden Fall Einheitspreis. Ein Barbecue, Schnapper ist es quasi. Pulled Pork, ein Schnapper, genau. Bourbon Chicken, Mango Kokos, der klingt interessant. Erdnuss Pflaume. Jetzt pass auf, und du wirst jetzt berühmt. Der klingt auch interessant. Ja, da ist der Veggie. Da ist der Veggie. Ich weiß nicht, ob man die Dame einfach filmen darf, da muss man immer aufpassen. So. Veggie Feige, Mexican Beef. Mexican Beef, interessant, hier Erdnuss-Fan, Kokos-Fan, Chicken-Fan, gibt's auch wilde Kombinationen. Aber wir müssen trotzdem weiterziehen, weil wir müssen erst alles angucken. Dann wird entschieden, wo gegessen wird. Merkt euch aber hier, gibt auch Facebook-Seite, The Dukes, ne? Dukes, Rap Store, thedukes.net. Schönes Logo auf jeden Fall. Hinter mir befindet sich ein Kaffeemobil, aber ich trinke ja keinen Kaffee, deswegen kann ich mir auch keinen Kaffee holen. Wir können es euch trotzdem aber mal zeigen. Das ist nämlich so ein schwarzer Bus hier. Da ist hier so ein Tier drauf. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare und dann auf der Hallo. Und dann an der Scheibe steht sogar, was es alles gibt. Schön Cappuccino, Flat White, Latte, Espresso, Tonic, Fredo Espresso, Fredo Cappuccino, Cold Brew. Da muss ich schon wieder an Bier denken und dann haben wir ein Mocha Latte oder so. Das wäre eigentlich was für die Mama, aber die hat ja jetzt noch ihren komischen Cocktail. Vielleicht holt sie sich ja dann noch einen Kaffee. Wir haben das zweite Burger-Auto gefunden und ich glaube, die haben recht. Es nieselt gerade oder fängt an zu nieseln. Das ist Rosas Burger Box. Handgemachte Patties vom Holstein-Rind. Jetzt muss ich wirklich an Bier denken die ganze Zeit. Da steht das Muttertier noch da. Hallo Rind. Und hier gibt es Burger, Hamburger, Veggie-Burger, Cheeseburger, Bacon-Cheeseburger, Chili-Cheeseburger mit Jalapenos, wäre mein Favorit. New York-Bacon-Burger, Mango-Bacon-Burger, Big Rosie, Falafel-Tüte vegan, Dips, Salat-Mayo oder Ketchup. Ob der vergessen wurde oder ob dem jemandem gehört, das ist bestimmt, dass du siehst, wie das hier aussieht. Guck dir mal den Burger an, du kannst einmal reinbeißen, dann weitergehen, so muss das hier sein. Wir müssen jetzt noch mal gucken, wir haben nicht mehr so viele Wegen vor uns, dann sind wir einmal durch und dann können wir gucken, wo gegessen wird. Das ist der Bullet. Ja, der Bullet.
Bullet. Ja, der ist auf, weiß ich nicht, vielleicht. So, hinter mir seht ihr Langosch. Ich hoffe, man spricht so aus. Köstliche Langosch. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, aus was Langosch gemacht wird, das seht ihr hier. Hier ist das offizielle Langosch-Gehege. Da sind noch Langosch-Tiere drin, die dann verarbeitet werden. Guckt da nicht so genau hin, sonst habt ihr noch Mitleid. Tu das nicht. So, gut. Was für Langosch gibt es aber denn überhaupt? Das können wir uns gleich an der Karte mal angucken. So, jetzt ist Platz. Ich will mal ganz kurz zeigen, welche Sorten es hier gibt. Es gibt natürlich deftig und auch süß. Deftig, pur, Knoblauch, Sauerrahm, Sauerrahm mit Käse, Schinken, Salami, Sauerrahm, Käse, Balkankäse, Sauerrahm, Peperoni, Oliven, Tomate, Mozzarella, Sauerrahm, Basilikum, Balsamico. Passt schon gar nicht mehr drauf alles. Lachs, Sauerrahm, Rettich, Dill oder Serrano-Schinken, Sauerrahm, Parmesan, Rucola. Ich habe eben welche gesehen, die weggetragen wurden. Das sind wirklich solche Geräte. Nicht so ein kleines Teil. Das ist wirklich, die ganze Hand war voll. Also da kriegst du ordentlich was geboten. Süß interessiert mich halt jetzt nicht so, aber gibt es trotzdem Nutella, Banane, Banane, Vanillesoße, Nutella, Erdbeer auch mit Vanillesoße, Zuckerzimt, Puderzucker, Apfelmus, Pflaumus. Marmelade, Schnapsig haben wir auch noch, aber das ist nicht für euch, das ist verboten. Wir können kurz einmal auf das Schild hier. So, kennt ihr aber, weil ihr wisst ja alle, was das ist. Für mich ist das Neuland, ich kenne das nicht. Da steht das Muttertier und obwohl penetrant diese Musik hinter uns ist, der Jonas schläft einfach sein. Er verschläft sein. Guckt euch den Bierbauch an. Das ist der Bierbau. Der verschläft sein ganzes Leben mit dem Esel hier an seiner Seite. Jetzt kommt Urlaubsfeeling auf. Nicht nur, weil die Sonne rauskommt. Hinter uns haben wir jetzt Hula Bowls. Das sind so Salatschalen, glaube ich. Hier stehen auch Stühle. Da denkst du, bist am Strand, kannst dich setzen. Können wir kurz auch hier das Sortiment abfilmen. Hula Bowls, Little Chicken, Tasty Tofu, Fancy Falafel. Little Chicken klingt gut. Spicy Chicken wäre noch besser. Und ihr seht, der ist auf jeden Fall gesund. Kann man sich gönnen. Für zwischendurch immer Salat fit bei dem Wetter. Pupsi ist kurz auf Toilette. Wir sind fast ganz außen rum. Es geht gleich ans Eingemachte. Für was werden wir uns entscheiden? Nächster Stand wäre auch wieder was für Pupsi, weil hier gibt es Krebs. Wir haben vorhin schon Krebs gehabt. Jetzt haben wir Krebs. Ist halt leider nichts für mich. Bei jedem Stadtfest Krebs alles hin und her. Hier schmecken die bestimmt ganz anders. Wir zeigen kurz mal, wie das hier aussieht, auch mit dem Schild. Wir können mal den Wagen ganz zeigen natürlich. So, das ist der Wagen. Und jetzt geht er hier drauf. Das ist Johnny's Street Kitchen Krebs Classic. Nutella, Nutella mit Erdbeeren, Nutella Banane, Kinderriegel, Pizza, kein Preis, gibt's nicht, Schinken, Käse. Oder vergessen, nein, ist bestimmt nicht da. Oh, der wäre der Einzige, der mich jetzt interessiert hätte. Eine Schinken-Käse-Pizza. Ja, gut, das kann man so durchgehen lassen. Kann man sich auch viel vorstellen. Dann haben wir hier noch die Spezialkrebs mit Oreo Cheesecake, Strawberry Cheesecake, Apple Crumble Brownie, Karamell Cheesecake, Strawberries, Stracciatella und die Summer Edition Ananas, Malibu, Kokosraspeln. Das würde zu dem Cocktail passen, den wir vorhin gesehen haben. Aber ich bin eigentlich immer noch auf der Suche nach was richtig Deftigen und es wird wahrscheinlich auf den Burger hinauslaufen. Pupsi wird sich sicherlich einen Crepe holen, so wie ich sie kenne. Die muss nur irgendwann erstmal wieder zu uns kommen. Weil wenn wir hier stehen, vielleicht nehmen sie direkt einen mit und dann seht ihr die auch mal. So, hinter mir befindet sich jetzt das Schaschlik-Auto. Brathahn. Zeige ich euch mal von der Seite. Guckt euch das mal an. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Könnte auch genauso auf dem Pizzakarton erscheinen. Eine Schaschlik-Pizza. Stellt euch das mal vor. Das gibt's glaube ich noch gar nicht. Brathans Schaschlik. Was ist denn das? Ich hab mir jetzt so eine Probierportion von dem Pancake. Jetzt habe ich gedacht, du isst Krebs. Nee. Vielleicht danach noch. Mal gucken. Das sind die Pancakes. Mit, das ist die Wespe. Mit Wespe. Mit Zimt und Puderzucker und was weiß ich noch allem. Wespe. Ja, dann mach du weiter mit der Wespe rum. So sieht das im Ganzen aus. Brathans, Schaschlik. Und hier habt ihr die einzelnen Sorten, die es da gibt. Schaschlik gegrillt, Schaschlik im Teigwandel, Crispy Schaschlik. Es gibt sogar Wedges dazu. Hier oben ist einer ausgestellt. Der sieht dann so aus im Glaskasten. Das finde ich auf jeden Fall sehr ansehnlich gemacht. Ne? Hier auch der rote Teppich ausgerollt. Das ist toll. Leider werde ich mir aber einen Burger heute holen müssen, weil ich gucken wollte, was das teuerste ist auf dem ganzen Fest. So lecker. Oh. Ah, jetzt wird es nichts mehr mit dem Burger. Jetzt müssten wir schon Pancakes essen. So, die größte, weiteste, fetteste, aber gefährlichste Schlange gibt es hier an Nellys.
Mellies? Nellies? Ice Rolls. Hier gibt es also Eisröllchen. Da stehen die Leute an. So viel stand bisher noch nirgendwo. Wir laufen mal unauffällig auf das Schild zu. Zeigen euch kurz, was es da gibt. Ice Rolls, Killing Me Softly, Oreo, Erdbeer, Mandeln, Banana Cookie Man, Batida Kiss Mango, Crazy Nut und die Fruit Explosion. Dann aber schnell weg hier, nicht dass noch was explodiert. So, jetzt seht ihr hier nochmal einen Western Dog, wenn er frisch ist und nicht die ganze Zeit da rumliegt. Hier für dich, weil du wolltest den ja haben. Der ist nämlich für das Muttertier, ne? Der hat nämlich Hunger. Guck mal, wie schön da der Bacon drauf ist. Richtig saftig, richtig frisch, richtig wunderbar. So, Pupsi holt sich schon wieder da drüben irgendwie nochmal diese Mini-Pancakes. Und ich hole mir, glaube ich, jetzt trotzdem ein Bier, weil es so warm ist. So, das ist die zweite Portion Mini-Pancakes und das sind genau dieselben. Hättest du wenigstens mal andere probiert, vielleicht schmecken die auch. Do. Taster-Version, die gibt es nur mit Apfelmus und Zimt. Und die anderen, das sind 10 Stück, das ist mir zu viel, das sind ja nur 4. Ich hatte die Taster-Version 4, dann habe ich mir nochmal die Taster-Version geholt. Das waren nochmal 4. Weil 10 Stück wären mir zu viel gewesen. Also habe ich lieber 2x4 genommen. Jetzt nochmal 10 ist mir zu viel. Können wir vielleicht mal in den Schatten gehen? Ja, beiß mal ab. Ich habe doch schon mal abgebissen. Ich weiß, wie es schmeckt. Oh. Das merke ich nämlich, wenn du nicht beißt. Toll. Mir ist so ein Augen. Und schmeckt's? Ja, schmeckt gut. Das klingt sehr überzeugend. Gut, jetzt ein Bier. Jetzt weiß ich auch, wieso ich halb verdurstet bin. Wir sind da vorne reingekommen und sind einmal außen rumgelaufen, komplett, um alles anzugucken. Und die Getränke stehen natürlich genau in der Mitte. Das heißt, wir hatten keine Chance, an die Getränke zu kommen, weil die in der Mitte standen. Ich kann euch mal kurz die Getränke zeigen. Hier gibt es Bayreuther Hell, Weißweiner Naturradler, Meisel und Frenz Pale Ale IPA und Meisels und Frenz alkoholfrei. Das weiß ich ja, IPA, das ist das Schlimmste, was man trinken kann, also für mich. Deswegen werde ich das nehmen, weil das ist nur ein kleines, da stresst die Mutter auch nicht so rum. Meisel und Frenz Pale Ale IPA. So, das ist übrigens jetzt hier das Meisel and Friends West Coast IPA. Tropisch, fruchtig, hopfig, 6,6%, 14,7 Grad per se. Bruder, was geht ab? Das sieht ja richtig toll aus von der Flasche her. Aber ihr wisst, was ich für ein IPA-Freund bin, nämlich gar keiner. Und, ich wollte nur eins, aber weil die Flasche so toll aussah, habe ich gesagt, ich will jetzt das Pale Ale auch mal sehen. Hopfig, fruchtig, easy, 5,2. Meisel and Friends, Pale Ale. Wir suchen uns jetzt einen Tisch. So, wir haben uns jetzt einen Tisch gesucht, haben uns jetzt hingesetzt. Ich möchte jetzt mal ganz kurz erstmal das Pale Ale probieren. Ne? Guckt es euch nochmal an. Also ich weiß, ihr sitzt schon wieder im Schatten, es ist schon wieder dunkel, aber kurz mal ein Nipper am Pale Ale. Nipper am Ipa. Das kommt dann nah. Schmeckt wieder Kalea Weihnachtskalender. Bisschen seifig, bisschen Spülmittel, aber nicht so übertrieben. Kann man also trotzdem irgendwie trinken, vor allem so frisch gekühlt. 5,2% Meisel and Friends. So. Das zweite, das IPA, jetzt bin ich mal gespannt. West Coast IPA, ob das jetzt wieder richtig abartig ist. Oder mich komplett überrascht. Ich habe keine Ahnung, wieso ich jedes Mal wieder drauf reinfalle. Die Flasche sieht so total toll aus. Ich frage mich, wer sowas freiwillig trinkt. Das ist so extrem und so besonders, aber egal. 4 Euro für die Flasche, 1 Euro Pfand. Ich habe mich jetzt entschieden, ich weiß jetzt ganz genau, was ich essen werde. Das teuerste vom ganzen Fest wird geholt. Das mache ich jetzt. Das seht ihr aber in einem extra Video. Und ich finde, das war ein Vlog, das kann als Vlog reichen und das andere möchte ich theoretisch für Ramses Kitchen extra in einem Video haben mit dem Titel, wo direkt schon drin steht, was es ist, damit die Leute sehen, oh, was ist das denn, das muss ich mir angucken, es würde sonst hier untergehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog, das ist das Muttertier, ne, die isst immer noch gerade ihren Hotdog, das ist Pupsi, die ist kein Hotdog, aber ja. Und ich sehe gerade, in die Richtung ist alles viel heller. Ich muss mir die Bank und den Tisch dann umstellen, Bruder. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Fort, euer Ramses. Ich hole mir jetzt Essen. So, jetzt muss ich mich doch noch mal ganz kurz zurückmelden, denn mein Plan war, wenn ich das gegessen habe, was ich essen wollte als Hauptmahlzeit und dann noch Hunger habe, dass ich dann vielleicht mir noch ein Eis hole. Hier bei dem Black Monkey Ice Cream habe ich ja vorhin gezeigt. Black Monkey Ice Cream.
Ich habe auch kein Topping genommen und hier oben standen ja die verschiedenen Sorten. Da gab es normal Vanille. Das müsste jetzt Black Mango Vanille sein. Das Schwarze kombiniert mit Mango Peach. Das Gelbe, das finde ich richtig genial, dass du halt schwarzes Black Monkey Vanille Eis hast mit Mango Peach, beides gemischt und das alles in einer schwarzen Waffel. Das ist jetzt aber wirklich der Abschluss, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Jetzt habe ich Thea auf dem Finger, verdammt nochmal. Ja, dann probier doch mal. Oh, ist aber sehr süß. Richtig genial in der Sonne. Willst du auch probieren? So, meine ganze Hand ist schwarz. Meine Lippen sind schwarz. Meine Zähne vielleicht auch. Und die Zunge. Darauf erstmal. Oh. Tschüss. Ach doch, das liegt an dem Teer von dem Eis. Guck doch das mal an. Mann.